Moin Moin! Zugegeben, das letzte Video ist schon ein klein wenig her, aber privat war einfach keine Zeit und bevor irgendwie ein schlechtes Video kommt, kommt lieber gar keins. Da jetzt aber Daryl, ich hoffe ich habe es richtig ausgesprochen, eine Frage hatte zum Thema den Gleisschrauben und ob der Schraubenkopf so hoch ist, dass möglicherweise ein Waggon oder so etwas hängen bleibt, dachte ich mir, ich gebe hier einfach mal eine kleine Videoantwort dazu. Die kurze Antwort: Nach über 20 Jahren mit der Modelleisenbahn habe ich bisher nicht ein einziges Mal einen Hänger gehabt an einer Gleisschraube. Warum, können wir uns jetzt hier nochmal im Detail ansehen. Wir haben ja hier unsere Gleisschraube und damit man mal sieht, wie weit die auch nach unten runter geht, mal hier so ein kleines Gefühl dafür. Es ist, ich sag jetzt mal, für ordentliche Sperrholzplatten überhaupt kein Problem, aber es geht ja um den Zwischenabstand. Und der tiefste Punkt ist in der Regel dieser kleine Nupsi hier, den man jetzt hier schon erahnen kann, ist hier eigentlich noch mehr als genug Platz. Wenn ich jetzt mal hier diesen Schraubenzieher nehme, also der passt gerade so zwischen Schraube und diesem Nupsi noch dazwischen. Und das können wir gleich noch messen. Und wenn man sich das nochmal ein bisschen mehr von der Seite anschaut, dann, ach, das geht ja auch so wunderbar. Also man sieht hier, ist es wirklich mehr als ausreichend Platz. Um eine kleine Vorstellung zu geben, welche Höhe maximal hier zulässig sein dürfte, versuche ich jetzt einfach mal die Gleisschraube vom Schraubenkopf her von der Höhe zu messen. Das wäre dann, also wenn man sich das jetzt hier so anschaut, der reine Schraubenkopf. Der hat jetzt hier 1,2 mm. Und wenn man jetzt noch die Höhe von dem Schraubenzieher, also von dem Schlitz vorne dazu nimmt, das wären nochmal 2 mm ziemlich genau. Das heißt, man käme bei 3,2 mm, die jetzt hier in diesem Fall gerade so ausreichen würden. Also davon rate ich definitiv ab. Dieser Schraubenkopf hier, vollkommen ausreichend, vielleicht bis 2 mm. Viel weiter würde ich auf keinen Fall nach oben gehen, weil dann läuft man wirklich Gefahr, so ganz leicht drüber zu ratschen und dann gibt es vielleicht doch mal eine Entgleisung. Und auch ganz wichtig, wenn jemand zum Beispiel einen Magnet irgendwo unten drunter hat, dann gilt es auch hier entsprechend gewisse Abstände einzuhalten. Bei einer Handvoll zufällig rausgepickten Loks und Waggons von unterschiedlichen Herstellern habe ich auch mal die Höhe gemessen und überall käme man mit 2 mm über diesem Minitrix-Gleis auf jeden Fall problemlos hin. Und wie gesagt, dieser Schraubenkopf hier hat 1,2 mm Höhe, also das ist wirklich wenig. Als kleine Hilfestellung kann man natürlich auch noch hergehen und sagen, man betrachtet hier die Schwelle und den Abstand von hier bis zur Oberkante von so einem Schienenstück. Weil genau dieser Abstand muss auf jeden Fall immer funktionieren, weil alle Elemente von so einem Waggon oder von so einer Lok müssen ja auch bei einer Weiche entsprechend über das Herzstück drüber fahren. Und immer dann, wenn man hier drüber fährt, muss es auf jeden Fall passen. Das heißt, solange etwas, was hier in der Mitte drin steckt, nicht höher ist als die Oberkante von der Schiene, sollte es normalerweise keine Probleme geben. Und mit dieser Regel habe ich meine komplette Anlage bisher aufgebaut und auch zum Beispiel so Fußgängerüberwege gemacht. Wenn man zum Beispiel sagt, man möchte von hier über die Gleise nach hier drüben oder auch für einen Bahnübergang etc. Niemals höher als diese Oberkante hier. Damit ist die Frage hoffentlich passend erklärt. Wenn nicht, einfach kommentieren. So, das war's mit diesem Thema. Jetzt noch die üblichen Worte: Wenn es euch gefallen hat, zeigt es mir mit einem Daumen nach oben. Wenn es euch nicht gefallen hat, schreibt mir in die Kommentare, was euch nicht gefallen hat. Ansonsten viel Spaß beim Hobby. Lasst euch nicht kleinkriegen, wenn etwas nicht funktioniert. Geht's irgendwann nochmal in Ruhe an und macht's ordentlich. Viel Spaß!